Alarmierende Zahlen aus Deutschland. Dort haben sich offenbar bereits tausende Ärzte und Pflegekräfte mit dem Coronavirus angesteckt. Das fand ein Rechercheteam der Süddeutschen Zeitung, des WDR und des NDR heraus. Demnach infizierten sich bundesweit mehr als 2300 Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, mit SARS-CoV-2. Doch dem Robert-Koch-Institut zufolge könnte die Dunkelziffer weit höher liegen, weil die betroffenen Berufsgruppen nicht alle systematisch erfasst würden. Die Folge macht sich bereits bemerkbar. Immer mehr Praxen, aber auch einige Krankenhäuser müssen schließen, weil das medizinische Personal krank ist oder die Schutzkleidung fehlt. Bisher sind fast 1000 Patienten in Deutschland an Covid-19 gestorben. Knapp 82.000 Menschen sind am Virus erkrankt.